Ein ganz wunderschönen guten Abend miteinander. Wow. Wow. Hey, das ist genial zu sehen, wie viele Menschen dass es daher zieht, mit der Musikgesellschaft Rohrmatt ein Konzert gibt. Wie findet ihr das? Ja, super. Genau, also falls es nicht bei euch ist angekommen, sie finden es genial. Und es ist natürlich für sie eine wunderschöne Unterstützung. Also danke viel, viel mal. Übrigens, das Stück, das wir jetzt gerade eingangs gehört haben, das so wirklich ein fulminanter Start war, das war ein Schweizer, der das komponiert hat, und zwar der Eduard Bodmer. Und er ist 1888 geboren in Zürich. Und ich finde das noch speziell an seiner Geschichte, weil er ist haargenau mit 88-jährig gestorben. Ist noch so ein bisschen besonders. Ich bin heute Abend eure Reisebegleiterin durch das Konzert von der Musikgesellschaft Rohrmatt. Jasmin Eigen ist mein Name und manchmal wirklich ein bisschen eigenartig. Das kann man schon ein bisschen sagen. Das Konzert, wo die Musikgesellschaft zusammengestellt hat, ist wirklich etwas, wo man sich verlieben kann. Nicht nur in Nachbarn, sondern vielleicht sogar in die eine oder andere Person der Musikgesellschaft, wer weiß, aber vor allem natürlich in die Musik. Es ist auch eine Reise, die wir machen in Richtung Böhmenland, Richtung Deutschland, Tschechei, dort in diese Gegend. Es ist eine Gegend voller Wälder, Seen, Wiesen, Berge. Also wirklich eine sehr romantische Gegend. Und ich habe das Gefühl, der Norbert Rabanser, der das Stück «Im Traumland» komponiert hat, der hat genau an die Gegend gedacht, wo er das Stück eben «Im Traumland» geschrieben hat. Weil ich habe das Gefühl, man hört das raus. Aus dem nächsten Stück. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt jetzt das sehr gerne selber herausfinden. Und was ich euch noch möchte mit auf den Weg geben für den nächsten Song oder für das nächste Stück. Vielleicht habt ihr sie auch. Die Träume, die noch nicht erfüllt sind. Und ich finde, das nächste Stück ist so ein bisschen eine Aufmunterung auch, um die Träume, die man schon lange mal machen will, die man vielleicht seit Kindheit gerne machen möchte, dass man die umsetzt. In diesem Sinn ganz viel Freude mit dem «Im Traumland».
Merci vielmals für einen wunderschönen Applaus. Ihr liebt es, gell? Wir sehen euch so richtig viel Applaus geben. Also das ist wirklich ein kleiner Gratistipp. Wenn ihr wollt, dass sie hier vorne wirklich so richtig ins Horn blasen, dann klatscht so viel, wie ihr könnt. Weil das ist wirklich der Lohn, den sie sich hier definitiv verdient haben. Und falls ihr übrigens mal irgendwie plötzlich Lust hättet, aufzustehen und sogar ein Tänzchen zu machen, ja, es ist zwar so, es hat nicht viel Platz, dank dem, dass ihr so zahlreich erschienen seid, aber das eine oder andere Eckchen hat es. Also, man kann sogar mit uns mittanzen. Ich habe mich gefragt, was macht es aus, dass die Musikgesellschaft Rohrmatt, wo ja eigentlich ein so ein kleiner Ort ist, was macht es aus, dass die es schaffen, Hallen, riesige Hallen zu füllen? Vielleicht habt ihr euch das auch schon gefragt. Und meine Antwort ist die, dass ich einfach das Gefühl habe, sie haben wirklich Spass an dem, was sie machen. Sie sind mit Herzblut dabei. Sie lieben es, für euch eine Freude zu machen. Und ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und darum, anscheinend, kommt die Liebe, die ihr alle habt zur Musik, kommt bei euch auch so an. Das ist etwas Wunderbares. Und was ich auch finde, ich kenne euch ja noch nicht so lange, aber doch, so ein paar Stündchen lang kenne ich jetzt die Musikgesellschaft Rohrmatt Affen. Und sie haben ja ganz eine gute Kameradschaft. Zum Beispiel gibt es praktisch jedes Mal nach einer Probe entweder irgendeinen Geburtstag zu feiern mit einer Torte oder es gibt die legendären Spiegeleier von Martin Neff. Sie geniessen das auf jeden Fall extrem miteinander. Und eben, da kommt es wieder vor, die Freude an der Musik und eben auch an der Kameradschaft. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimrezept. Ganz besonders finde ich auch bei der Musikgesellschaft Rohrmatt, dass sie mehrere Generationen verbinden. Und das ist wirklich, ja, auch nicht ganz selbstverständlich, dass alle sich begeistern für die böhmische, egerländische Musik. Und beim nächsten Stück dürft ihr das gerade live erleben, wie das aussehen kann, wie die Generationen miteinander zusammenspielen. Und zwar bei einem wunderschönen, berührenden Song, der heisst «Das goldene Flügelhorn». Dort haben wir nämlich den Vater Bernhard Kurmann mit seinem Sohn Jonas. Und sie beide werden begleitet von Philipp Alwisser und Simon Stadoma. Der Walter Greching ist übrigens er, der es komponiert hat. Und er ist Europameister geworden von der böhmischen Blasmusik. Und ich glaube, ihr werdet sehr schnell wissen, warum. Weil es ist nicht nur mein Lieblingssong, sondern es ist auch von euch der Lieblingssong. Und vielleicht gleich von euch auch. Viel Spass!
ich sehe, sie haben nicht zu viel versprochen. Hat euch gefallen, gell? Sehr, he? Ja, es ist wirklich wunderschön. Also mir gefällt er eben auch extrem gut. Ein halbes Jahrhundert, also 50 Jahre, da passiert einiges in dieser Zeit. Oh ja. Und auch bei der Musikgesellschaft Rohrmatt ist schon viel, viel länger einiges passiert. Und zwar schon über 2,5 Jahrhundert. 1913 war nämlich die Gründung von der Musikgesellschaft Rohrmatt. Damals natürlich noch nicht ganz in dieser haargenauen Konstellation. Und doch, vielleicht, ja, weiß es nicht, ob es die eine oder andere Person noch hat, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, von der Gründung her. Es wäre wirklich ein wahnsinnig schönes Alter. He? Genau. Aber auf jeden Fall, wenn ihr jetzt schon gerechnet habt, dann feiern sie vielleicht sogar mit euch zusammen im Jahr 2023 ihr 110-jähriges Jubiläum. Und sie alle zusammen freuen sich schon riesig auf diesen Anlass. Und es wäre natürlich wunderschön, wenn wir euch heute Abend auch begeistern können, dass ihr jetzt schon euch das in der Agenda einschreiben könnt. Irgendeinmal im Jahr 2023, genau. 2023, hei, 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 wenn ich es dann stageln kann. Nicht, dass ihr es falsch einschreibt. Sonst ist es ein bisschen spät. Jetzt habe ich euch noch eine kleine Schätzfrage mitgenommen. Wenn ihr da so in die Runde schaut, dann müsst ihr es nicht sofort wissen. Aber vielleicht könnt ihr euch mal überlegen, was echt könnte das Durchschnittsalter sein. Genau. Das ist einfach, ich gebe euch das mit auf den Weg. Ihr habt das ganze Konzert lang Zeit, um euch das ein bisschen überlegen. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendetwas, was jemand haargenau bricht. Ein halbes Jahrhundert, genau so, heisst das nächste Stück, das sie spielen. Und der Veri Rickenbacher ist der Komponist und auch Kapellmeister von der bekannten Blaskapelle Rigi Spatzen, Küsnacht am Rigi. Und für die Rohrmatt, oder die Rohrmättler, wie man so richtig sagt, ist das wirklich ein sehr schöner Musikstil, weil sie lieben die typische Polka, die Stücke und auch die, die so ein bisschen Nostalgie haben. Und jetzt seid ihr auch aufgefordert, eben auch wieder ein bisschen zurückzudenken, was habt ihr eigentlich schon alles erlebt. Viel, viel Freude.